So, heute sind wir zu Gast in Seltenheim. Sicher einer der spektakulärsten Golfplätze überhaupt in Kärnten. Und wir haben in Harald eine Challenge ausgemacht. Und zwar schaut folgendermaßen aus: Jeder darf sich zwei Löcher aussuchen vom gesamten Golfplatz. Und mit der Vorgabe, und der Bessere gewinnt, dann ein Bier, oder? Ja. Die Vorgabe heißt, der Yoshi ist Rookie 39,6. Ich habe 16 reingekippt. Das heißt, er hat oft zwei oder drei Schläger. Aber fangen wir an. Das erklären wir später. Du hast bei die Haare eine Vorgabe. Also, jetzt hör doch einmal auf. Komm, komm, geht let's los. Go. Oh. Harald, hast du den Mutzi verloren? Yoshi, ich habe mir das Loch Nummer 2 ausgesucht. Okay. Warum? 530 Gründe gibt es dafür. Meter. Meter. Ja. Und weil ich weiß, du bist ein Longhitter, habe ich mir natürlich das erste Loch ausgesucht. Ja, warte. Schlag Nummer 1 für Yoshi. Yoshi, du Par 5. Das heißt, du darfst brauchen 7. Ja. Schönes Spiel. Rechts ist out, gell? Jawohl! Dann spule ich nicht ins Out. Geht. Passt die Frisur? Sehr gerne, Harald. Passt die Frisur? Wow! Oh, dieser Teufelskerl joggen gerade raus. Okay. Muss ich zugestehen. Das erste Drittel ist geschafft. Ganz okay. Joshi, rechts ist weiß und links. Links, was links ist? Geht schon. Wasser. Geht schon. Ja, was hast du denn für Essen? Was hast du denn? 5. 5. Bleibt. Das war einmal ein Angsthasen. Aber noch ist nichts passiert. Super Schlag. Danke, Gary, danke. Neidlos, super Schlag. Alles, alles Gute, Yoshi. Dankeschön. Ui, den hat er super getroffen. Bleib, bitte. Bleibt er da. Er bleibt. Irgendwo. Guter Schlag. So, wie weit noch bis zur Fahne? 120 Meter. Was nimmt er? Ein Pitcherle. Ja, schön. Ja. Gratuliere. Hoffentlich passt's, gell? Ja, wir hoffen es. So. Davor ist Wasser. Ja. Schaffe ich das? Soll ich einen Neiner nehmen? Ha? Was? Du hast mir gesagt, du bist die harte Sau. Dann mach ich der das. Der Longhitter. Okay. War nicht so gut. Ja, aber nichts passiert, alles gut. Rechts. Ja, komm, wichs mal nochmal. Ja, passt. Genau bei dir. Ein bisschen rechts, bist zufrieden. Der liegt genau bei dir. Da ist ein Statement für die Besucher. Die Richtung war sehr geschissen. Schön. Der Yoshi kämpft. Puh, bisschen mehr war noch. Und? Zufrieden? Ja, schon. Jetzt hast du 7 gespielt. Ja. Zwei hast Vorgabe. Super Putt. Weißt du, was das heißt? X. Unentschieden. Ja, eine hauen mussten. Ach so. Kurz. Unentschieden. Erstes Loch. Yoshi, warum hast du dir dieses Loch eigentlich ausgesucht? Ja, weil es spektakulär ist. Ein bisschen
leichter Zweifel kommt auf, weil doch ein bisschen Locken dazwischen ist. Ja. Aber ich sage mit meiner Routine. Was spielst du denn? Bitte? Welches Eisen? 6er, Gegenwind. Gegenwind. 140 Meter Carry. Ja, ja. Kannst du das? Eher nicht. Jetzt sehen wir mal drauf, sehen wir nochmal. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, wenn du bereit bist, sag, ich bin bereit. Ich bin bereit. Sag bitte, ich bin bereit jetzt. Bitte, ich bin bereit jetzt. Geht schon, oder? Logo. Komm, flieg, flieg. Und? Wow. Und? Bitte. Und? On the green. Ehrlich, nie einen Zweifel bekommen. Nie. Das hast du super gemacht. Der Gary wird stolz auf dich sein nach dem Schlag. Okay. Gary! Gary! Gary ist unser Coach. Super Schlag! Zu kurz, zu lang. On the green, oh. Baby! Es wird ein Putting-Duell werden, ein Putting-Duell, ein Putting-Duell. Und? Komm aber. Du bist also ein Wettkampftyp. Zufrieden? Not that bad. What? Boah! Nein! 4, 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
nicht schlecht, aber wow. Radl bei, sehe ich das noch. Aha. Was sagst du zur Qualität vom Green? Ich habe früher das Gefühl gehabt, ich muss die Schuhe ziehen, dass ich nichts dreckig mache. Oh, ein bisschen geschwitzt. Safe. Sechse. Ja. Nein! Und? Joshi, 1-0 für dich bei der DH. Entscheidungsloch, Loch Nummer 18. Hinten sieht man schon das Clubgebäude. Es ist ein Par 4. Der Joshi führt mit 1-0 über den Driver auspacken. Und meine zweite Taktik anwenden ist die gleiche wie die erste. Immer Vollgas. Nein! Wasser. Jetzt ist all in. Hast? Das heißt? Die Distanz, wir schauen mal auf die Uhr. 174 Meter. Ja, 174 Meter. Ja. Aber das ist schon, glaube ich, oben im ersten Stock vom Golfrestaurant. Übers Wasser, carry. Ja, bist du deppert. Das ist aber Kino jetzt, oder? Oder? Dummheit. Hollywood, man könnte da links spielen. Könnte man. Ja. Joshi. Ist der drauf? Ich kann dir sagen, entweder ist Wasser oder ist drauf. Ja. Ja, links. Rechts ist scheiße. Angst, gell? Am Wasser. Ja, wirklich. Da ist der vielleicht auf dem Green, weißt du, wo sie üben tun. Wenn der ältere Dame jetzt am Boden liegt. Ich war schon mal ein Vorhang, gell? Okay. Da steht rum. Jetzt gehen wir mal suchen. Ist er rüber oder nicht? Auf alle Fälle. Was glaubst du? Ja, er ist auf jeden Fall Richtung Fahne. Und da ist das Wasser. Ich hab nichts Platschen gesehen. Nein. Wer war's? Wer war's? Ich sehe ihn noch nicht. Siehst du ihn? Nein. Ich sehe ihn. Die Sonne. Ich sehe ihn. Scheiße, das spinnst ja. Ah, darf ich schreien? Ich sehe ihn. Das spinnst ja. All in. Schau, mit dem Viertel liege da oben. Du bist ein kompletter Vogel. Ganz normal. Oh. Der war ein bisschen. On the green. Joshi, ein bisschen on the green. Eigentlich schlechter Schlag, aber nimmer. Ja. Ich glaub. Ja, die Spitzling. Du bist ein bisschen blem. So. Nein. Aber ich Glück in der Liebe. Gratuliere, jetzt hast du gewonnen. Zack. Seltenheim, Schlussresümee. Unglaublicher Platz. Wirklich unfassbar, was man da erlebt hier unten. Wie viel Natur. Man, klar, es ist halt ein schöner Tag. Die Greens sind unglaublich. Die Fairways, wie ein Teppich. Da musst du mal gespielt haben. Wenn du Golf liebst, musst du da gespielt haben. Jetzt gehen wir auf ein Bier. Komm. Okay. Ja. Ich glaube, du zahlst.